Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbammer von der Firma Eschbammer Forst- und Gartentechnik. Ich möchte euch heute einmal die Stihl MSA 140 vorstellen. Und zwar ist das eine handliche Kompakt-Akkusäge für einen Gelegenheitsbenutzer im Privateinsatz, der wo schon ein bisschen mehr Power haben möchte wie bei der 120er. Der Unterschied ist, man hat ein bisschen eine höhere Kettengeschwindigkeit, also ein bisschen mehr Schnittleistung. Das ist auch ein 30er Schwert mit Viertelzoll-Kette. Das ist ideal für so Pflegearbeiten und kleine Sachen schneiden. Weil die feine Kettenteilung hat halt den Vorteil, dass man damit sauberer schneiden kann und weniger Rückschlagsneigung hat als wie bei den großen Ketten. Gibt es als Set oder würde ich als Set empfehlen, entweder mit einem Akku, das ist der AK30, oder mit zwei Akkus und Ladegerät dazu. Bei den Kompaktgeräten gibt es nur Standardladegerät, Schnellladegerät gibt es nur bei den großen Profimaschinen dann. Wichtig, vor dem ersten Einsatz Akku voll aufladen, heißt anstecken, ganz normales 230 Volt Gerät. Akku reinstecken, da ist so eine Führung drin. Wichtig, ihr müsst es ganz reinstecken, bis es wirklich hier einrastet, weil sonst lädt es nicht. Da blinkt es dann entsprechend, bis alle vollgrün leuchten, dann ist voll aufgeladen. Dauert halt ein paar Stunden, je nachdem wie leer euer Akku ist. Also wichtig, vorher voll aufladen. Kettenspannung immer prüfen. Die Kette soll so gespannt sein, dass sie nicht runterhängt, dass man es ungefähr so weit rausziehen kann aus der Schiene. Dann ist die Kettenspannung in Ordnung. Zum Nachspannen oder Wechseln braucht man da kein Werkzeug. Man dreht einfach hier auf. Aufklappen, locker drehen, nach hinten wird es lockerer die Kette und nach vorne wird es strenger. Dann wieder zudrehen, zuklappen, Spannung prüfen, wenn es okay ist, lassen. Kettenöl auffüllen, hier ganz normal Tankdeckel aufdrehen, kann man mit einem Schraubendreher machen oder mit der Hand. Öl einfüllen, da ist auch hier ein kleines Schauglas, da man sieht, ob noch genug Öl drinnen ist. Von der Bedienung her, Akku reinstecken, bis er einrastet. Einmal einrasten ist, dass er nicht Kontakt hat. Zweite Mal einrasten, dass bündig ist, habt ihr Kontakt, könnt ihr loslegen. Bremse muss frei sein. Nach vorne ist die drin, dann geht es nicht. Also frei machen, nach hinten ziehen, dann ist sie frei. Und dann zum Einschalten erst Knopf drücken und dann hier den Hebel ziehen. Und dann läuft sie. Der große Vorteil von den Akkugeräten, sie sind halt sehr leise. Ihr braucht da nicht unbedingt einen Gehörschutz tragen wie bei den großen Benzingeräten oder bei den Elektromotorsägen, weil die bei weitem nicht den Geräuschpegel entwickeln wie beim normalen. Schutzbrille sollte man natürlich trotzdem tragen. Also ich empfehle über Helm mit Gesichts- und Gehörschutz. Man kann auch nur Gehörschutz mit Gesichtsschutz auch machen, wenn man jetzt nichts draußen machen möchte im Wald. Zum Akku rausnehmen braucht ihr bloß hier drücken. Einmal drücken ist entlastet, dass es nicht ganz rausgeht. Nochmal drücken ist er ganz entriegelt, dann könnt ihr den Akku rausnehmen. Zum Lagern empfehle ich über den Akku am besten rausnehmen. Auf jeden Fall nicht eingerastet lassen, weil ihr habt so eine gewisse Kommunikation vom Strom her und sonst wird der Akku halt mit der Zeit leerer. Und tief entladen sollte man vermeiden. Wenn der letzte Balken da ist und blinkt, dann schaltet die Elektronik automatisch ab. Seht ihr hier? Die leuchtet jetzt noch eine. Zum Arbeiten, wenn er blinkt, geht es nicht mehr. Dann müsst ihr vorher aufladen. Wichtig ist, wenn ihr es länger ladet, den Akku über mindestens halb voll laden oder ganz voll. Weil sonst, wenn er tiefe Entladung kriegt, dann kann er kaputt gehen. Ansonsten haben die sehr hohe Lebensdauer, weil die sehr hochwertige Akkus haben von der Firma Stihl. Ja. Das war wieder Firma Eschbammer, Bernhard Eschbammer, mit der Akkumaschine MSA 140C. Kompakte, leichte Akkumaschine für einen Gelegenheitsanwender, der wo was Vernünftiges haben möchte. Und da gibt es ein ganzes Akkusystem, also ihr könnt es auch für was anderes nutzen. Wenn es euch gefallen hat, macht es, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mich, wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön.